Das Dach ist jetzt so schwarz, wie es nur schwarz sein kann. Da brauche ich also nichts mehr dran zu machen. Und damit kann ich beginnen, das Untergeschoss hier zu verkleben. Ich säubere das besser erstmal ein bisschen von der Farbe, die da anheftet. Sonst wird es ja nicht kleben. Da hilft jetzt nur ein bisschen andrücken. Da kann ich jetzt auch keine große Konstruktion für machen. Es wird ja nicht so lange dauern, bis das fest geworden ist. Also hilft jetzt nur einen Moment abwarten. Währenddessen kann ich mir ja schon mal die Beschreibung weiter anschauen. Was ich hier gerade mache, ist ja die. Was ich jetzt nicht finde, ist E. Da, E. Das war das Tor. F war die weitere Seitenwand, ist schon klar. Und bei G wird der ganze Kram einfach zusammengeklebt. Okay, das lässt sich ja einrichten. Irgendwie will das Ding nicht.
versuche ich mal die Farbe hier abzukratzen. Und damit kann es auch schon losgehen. Also wenn das durchgetrocknet ist, habe ich die ersten Seiten aus dem Bauplan schon mal weg. Und zwar ging das jetzt bis G. In H wird hier etwas eingefügt, das dafür sorgt, dass kein Lichtschein durchfällt. Ich möchte das aber eh nicht beleuchten. I ist ein Schornstein, den ich nicht einbaue. Aber hier wird noch eine Querwand eingefügt und das scheint mir doch interessant zu sein. Wo habe ich die denn übersehen gerade? Bis jetzt ist sie noch nicht drin. Bei G ist sie noch nicht drin. Bei H wird die Querwand 22 eingefügt. Das Einzige, was dafür groß genug scheint, ist das Teil hier. Die scheint mehr Kulissenwirkung zu haben, denn sie ist so dünn, dass sie zur Stabilisierung wohl nicht viel beitragen wird. Aber nicht viel ist ja noch lange nicht nichts. Von daher baue ich das Teil einfach mal ein. So, damit wäre ich mit H dann durch. Den Kram hier gibt es nicht. Das wäre K. Dann müsste es weitergehen mit L. Steht ein N. Da ist L. M. Steht sich alles nichts an. Und unter N geht dann die Fabrikation des Obergeschosses weiter. Man kriegt denn das Untergeschoss seine Decke verabfolgt. Ah, die wird einfach eingespannt, eingeklipst. So mache ich dann mit N weiter.
weil der Spitzwink schon erledigt ist. So, N betrifft den mit den 5 Fenstern, also den hier. Ich entgrate nochmal. Und eingebaut werden sollen 5 Glasscheiben. Die haben die Nummer 37 und eigentlich kann es sich nur um die hier handeln. Aber ich gucke sicherheitshalber nochmal und da steht 37. Das Zeug ist so fürchterlich spröde. Ich versäubere es nochmal. Damit kann ich es auch schon einkleben. Die nächste Glasscheibe. Noch eine Scheibe. Und die 5. Scheibe. Dahinter soll laut Konstruktionszeichnung die Deko. Das kenne ich ja inzwischen schon. Ich flipp die mal raus. Und mache die einfach mit ein paar Tröpfchen Kleber fest. So, den Spaß lasse ich durchtrocknen.